bisschen unbequem. Ihr sagt, dieser Staat ist nicht so schlecht und theoretisch habt ihr sogar recht. Doch wir sehen die Seele zugrunde gehen. Wir müssen was dagegen unternehmen. Revolution! In der Geschichte geschehen Ereignisse, die als Meilenstein erscheinen, Grenzpunkte ohne Umkehr. Für gewöhnlich jedoch sind solche Momente immer nur in der Rücksicht erkannt worden. Das Ermächtigungsgesetz, von Hitler 1933 unterzeichnet, gefolgt von der Reichstagsbrandverordnung, wurde in Deutschland mit nur wenig Widerstand durchgesetzt und ohne öffentlichen Aufschrei. Obwohl diese Gesetze die deutsche Verfassung umgingen und die Macht über Leben und Tod des gesamten deutschen Volkes zu bestimmen, in die Hände eines Mannes gaben, bemerkte wohl niemand, welche Linie hier überschritten wurde. Niemand rechnete mit den fortlaufenden Ereignissen, welche nun geschehen würden. Niemand verstand, dass Deutschland den Grenzpunkt ohne Umkehr bereits überschritten hatte. Am 15. Dezember 2011, dem 220. Jahrestag der Ratifizierung der Bill of Rights, belegte der Senat den National Defense Authorization Act für 2012. Das Papier gibt dem Militär offiziell die Macht, jeden zu verhaften, ob US-Bürger oder auch nicht, und sie ohne Gerichtsanhörung für immer festzuhalten. Und seitdem die Regierung nicht mehr auch nur ein Fünkchen an Beweisen liefern muss, um seine Behauptungen zu bekräftigen, ist schon die bloße Schuldzuweisung alles, was man braucht, um dich als feindlichen Kämpfer oder Terrorist zu bezeichnen und dich verschwinden zu lassen. Für immer. Du hoffst vermutlich, dass solche Mächte niemals benutzt werden, doch die Geschichte beweist gewiss das Gegenteil. In der Vergangenheit war es die Norm, dass politisch Andersdenkende eingesperrt und hingerichtet wurden ohne ein faires Gerichtsverfahren. In der Geschichte war es die Norm für politische Gegner, dass sie inmitten der Nacht von zu Hause entführt wurden unter dem Vorwand des Verrats. Wenn eine Regierung sich selbst die Macht gibt, ohne Anhörung zu töten und einzusperren, sind die Motive immer dieselben. Die USA oder Europa sind keine Ausnahmen. Wenn es in deinem Verstand irgendwo einen kleinen Schatten des Zweifels dafür gab, dass wir den Grenzpunkt ohne Umkehr erreicht haben, sollte dieser nun verschwunden sein. Ist er das nicht, dann bist du nicht aufmerksam. Es ist 5:12. Wir beobachten die letzten Schritte des Polizeistaats, wie er eingeführt wird. Der Schritt wird gemacht und wir haben wenig Zeit, die Ereignisse zu beeinflussen, die auf dem Weg sind. Genau jetzt müssen wir uns zusammenformen, ob links, ob rechts. Wir müssen unsere lächerlichen Unterschiede beiseite stellen. So wichtig wir unsere Unterschiede auch nehmen, wir müssen uns zusammentun gegen unseren gemeinsamen Gegner. Die Regierung ist ein Strohmann der echten Mächte geworden. Der Bundestag, die EU, irgendeine Regierung, ein Königreich, Ämter oder Politiker repräsentieren nicht unser Wohl. Die sind gekauft und werden bezahlt. Sie sind bis in die Knochen korrupt. Sie sollten im Knast sitzen für das, was sie verrichten. Wir, das Volk, haben die Macht, sie runterzubringen. Es liegt in unseren Händen genau jetzt. Die Macht der Regierung wird von unserem Gehorsam beseelt. Dessen Reichtum wird durch unsere Arbeitskraft beseelt. Deren Macht ist in Wirklichkeit unsere Macht. Hol sie dir zurück von denen. Was, wenn wir in einem einheitlichen Streik unser vom Steuerzahler abgeschriebenes Geld von den Banken nehmen würden und alle Zahlungen wie für Kreditkarten, Darlehen und Steuern einstellen, wenn wir uns weigern, ungehorsam sind und für die nicht mehr arbeiten und den herausfordernden, tollen, kühlen Widerstand antreten mit klarem Intent, dann werden wir die Maschine auf die Knie zwingen. Doch das können wir nur dann erreichen, wenn wir über die künstlichen Trennlinien von links und rechts hinaussehen und in Gemeinschaft handeln, als eine Menschheit, als ein Volk, unbezwingbar und fokussiert auf unser Ziel. Wir müssen uns so mobilisieren, als wenn unser Leben und das Leben unserer Kinder davon abhängt. Denn das tut es. Das ist unsere letzte Stunde. Wie kann eine Mehrheit Idioten vertrauen und sich die Zukunft verbauen? Schreib das Buch doch einfach selber um. Es wird nicht länger mies bleiben. Wir sind doch viel, viel mehr. Deswegen schreibt hinein, was euch gefällt, was ihr euch wünscht. Und es wird wahr sein. Dass was nicht stimmt, weil's nicht nach Happy End klingt. Und nach Jahren der Geschichte hab ich festgestellt, dass sie mir nicht gefällt. Ich greif mir einen Stift und ich schnapp mir ein Papier. Ich schreib ne eigene Geschichte, genau deshalb bin ich hier. Ich mal mir aus, wie schön es wär, und mein Stift geht niemals leer. Es ist so einfach und
es wird nicht länger mies bleiben. Wir sind doch viel, viel mehr. Deswegen schreibt hinein, was euch gefällt, was ihr euch wünscht. Und es wird wahr.